Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloz-Kanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Und ja, wir spielen hier gleich mal direkt hier gegen Genoa. Es geht auf jeden Fall darum, die Champions League-Plätze zu verteidigen. Wir spielen erst gegen Genoa und danach gegen Atalanta. Ich würde tatsächlich heute mal Calhanoglu von Anfang an spielen, das für Tavares, ansonsten würde ich nichts ändern. Und wir gucken uns direkt mal die Aufstellung von Genoa an, und zwar Perin, Biraski, Masiello und Curado bilden die Dreierkette. Dann Berami, Cassata, Black, Narey, Crisito im Mittelfeld und Mobele und Supriaga im Sturm. Auf jeden Fall einige schwierige Namen. 3-5-2-System bei Genoa, bei uns wie immer 4-3-1-2-System. Genoa jetzt hier auf dem Vorstoß nach vorne, aber Benassa war da. Kessié. Ibra, eventuell Doppelpass mit Rebic. Nein, der wartet, und zwar Calhanoglu ist gut gestartet. Calhanoglu, schöner Move, Schuss und Tor. Sehr schön, Hakan Calhanoglu. Seit dem Treffer gegen Juventus Turin wieder, ja, so ein bisschen auf dem Vormarsch, wieder in die Startelf. Heute durfte er ja auch von Anfang an spielen. Tavares hatte ihn ja so ein bisschen verdrängt, beziehungsweise ich wollte ihn da halt weiterhin fördern. Auch haben wir natürlich Hauk im zentraloffensiven Mittelfeld. Da haben wir einfach junge, extrem talentierte Spieler. Aber Calhanoglu ist natürlich von der Qualität her der Beste, und man sieht ja hier auch von knapp 16 Metern, der hat einen richtig geilen Schuss drauf, der macht das richtig schön. Ja, Piperin wäre da nicht zu halten, und das könnten weitere drei wichtige Punkte sein, denn auch wenn es unwahrscheinlich ist, wir können durchaus noch auf die Meisterschaft so ein bisschen schielen. Sorry, viertes Tor von Calhanoglu und 1-0 für Milan. Arsen direkt zentral auf Ibra. Rebic, und jetzt Ibra ist gut durchgestartet. Ibrahimovic schießt. Perin war da. Richtig, dass der ehemalige italienische Nationalkeeper dran war. Hier gibt es auch nochmal eine kurze gelbe Karte für Berami und Ecke für Milan. Benacer spielt den Ball auf Kessié. Ibra, Rebic, Calhanoglu, Hakan Calhanoglu. Ibrahimovic mit einem schönen Laufweg. Oh, lupft den Ball da nicht rein. Masiello hat den überragend geblockt. Sonst wäre das hier das 2-0 gewesen. Jetzt hier Black. Oder Blerk hier, nachdem wie er ausgesprochen wird. Schöner Ball jetzt mal von Genoa. Das könnte mal der, na, erste vernünftige Angriff sein. Kriegst du direkt wieder ins Zentrum. Und am Ende ist Milan wieder am Ball. Da lobt man sie mal kurz und dann machen sie sowas. Kessié. Arsen. Calhanoglu. Ante Rebic. Der Ball war nicht perfekt, aber Calhanoglu. Na, geblockt der Ball von Masiello. Theo Hernandez spielt den Ball auf Ante Rebic. Hakan Calhanoglu, überragend gemacht. Calhanoglu wird da abgeblockt, der Schuss. Calabria, ja, hier mit dem Kopfball eben reingekommen. Kessié, Rebic, Zaza, Calhanoglu. Calhanoglu, kein Doppelpack. Perin ist da. Trotzdem super herausgespielt von Milan. Genoa am Ball. Das war's aber gleich schon. Cassata. Kessié kommt da sogar noch mal ran, und das Spiel ist tatsächlich beendet. Man muss echt sagen, dass Genoa ein sehr, sehr schlechter Gegner heute war. Die waren sehr schwach, haben kaum was hinbekommen, wenn man ehrlich ist. Etwas enttäuschend. Müsste sich auch in den Statistiken, ihr seht es ja, zwei Schüsse, nur 40% Ballbesitz. Das war kein gutes, nicht gutes. Also kein, egal. Auf jeden Fall kein allzu gutes Spiel von Genoa. Auf jeden Fall. Gehen wir dann gleich, gucken erstmal, ob wir jetzt hier natürlich ein paar Nachrichten haben. Nein, dann springen wir natürlich kurz vor zum nächsten Duell gegen Atalanta Bergamo. So, dann spielen wir jetzt gleich gegen Atalanta, haben aber erstmal zwei Nachrichten und gehen dementsprechend ins Büro. Nationaltrainer Offerte von Österreich, interessant eigentlich. Ich zögere tatsächlich, weil Österreich finde ich eine interessante Nation. Und hier Calhanoglu, ich bin letzte Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Atalanta nicht auf der Bank sitzen werde. Ich denke drüber nach auf jeden Fall, weil grundsätzlich wollte ich ihn eigentlich durchaus spielen lassen. Calhanoglu hat mir gegen Genoa richtig gut gefallen, war da der beste Spieler auf dem Feld. Und warum sollte ich ihn nicht spielen lassen? Ich denke, Tavares hat für seine jungen Jahren schon sehr, sehr viel Spielzeit gesehen. Da kann Calhanoglu ruhig mal spielen. Und ansonsten würde ich tatsächlich nichts ändern. Wir spielen genauso wie gegen, obwohl doch Arsen raus und dafür Castrovilli rein. Ich überlege allgemein, ob ich eventuell im Sommer einen neuen defensiven Mittelfeldspieler hole, beziehungsweise zentralen noch. Aber Castrovilli rein für Arsen und eventuell
Ah gut, Bianchi wäre sonst noch eine Möglichkeit, ne, die man reinholen könnte. Machen wir mal. Mehr will ich da nicht ändern. 4-3-1-2-System wie immer. Und bei Atalanta haben wir das 3-5-2, 3-4-3-System, meine ich, mit Golini, Romero, Caldara und Jim Sistie in der Innenverteidigung. Gomez und Parela im zentralen Mittelfeld. Bardi und Hattebohr auf den Außenpositionen. Iličić, Muriel und Zapata ganz vorne. Also eine monströs gute Mannschaft. Also zumindest für ein Team wie Atalanta Bergamo. Also eine richtig starke Mannschaft. Gerade offensiv wird das sehr schwierig sein heute. Bardi verlagert das Spiel hier in die Mitte. Schöner hoher Ball. Iličić, wenn er den noch verwerten kann, wird es gefährlich. Flanke in den Strafraum, aber Romagnoli ist da. Aber wieder hier und Duvan Zapata war da, aber es war abseits. Abseits von Kolumbianer hier. Duvan Zapata, wo man echt sagen muss, der hat sich bei Atalanta Bergamo zum absoluten Top-Stürmer entwickelt. Dann hat ja auch einige Ex-Atalanta-Spieler. Kessié, Caldara gehört ihn ja auch. Dann Gagliardini und Co. Aber jetzt hier erstmal eine riesige Chance für Ante Rebic. Ante Rebic lupft den Ball rüber, aber kriegt den Ball nicht im Tor unter. Das war eine gute Möglichkeit hier und gelbe Karte für Romagnoli. Da können wir uns gleich angucken, wieso. Oder auch nicht. Keine Wiederholung. Auf jeden Fall die erste große Chance für Milan. Und jetzt hier Hartebohr setzt sich da durch gegen Calhanoglu. Er muss da jetzt dranbleiben, der mit einem ordentlichen Sternspiel. Hartebohr muss jetzt eigentlich flanken. Sucht weiterhin das 1 gegen 1. Aber macht er auch stark. Jetzt kommt aber Theo Hernandez dazu. Den hat er da auch vernascht. Sehr schön jetzt Luis Muriel, aber der kriegt den Ball nicht verwertet. Und jetzt hier Calhanoglu. Hakan Calhanoglu mit einem überragenden Pass auf Ante Rebic. Ante Rebic. Und der ist drin. Golini kann da nur noch hinterher gucken. Und Ante Rebic mit dem 1-0. Super Konter von dem AC Mailand, die hier weiterhin daran schrauben, ihre dritte Position zu festigen. Beziehungsweise sie schielen immer mehr so ein bisschen auf die zweite oder vielleicht sogar erste Position. Also hier Hakan Calhanoglu, dieser Pass überragend. Der Lauf war schon stark, aber der Pass mit dieser Übersicht und Golini schaut nur noch hinterher. Auf Ante Rebic ist immer Verlass. Muss man einfach sagen, sein 18. Saisontor müsste es das jetzt schon gewesen sein. Er ist einfach ein absoluter Topspieler in dieser Saison. Er hat sich hier wirklich so, ja, zum Star einer Liga hier gereift, ist er. Macht das einfach richtig stark. Hier sehen wir ihn, Ante Rebic, der Ex-Frankfurter. 18 Saisontore. Überragend. 1-0 Milan. Ibra kann sich da nicht durchsetzen. Romero. Leihgabe von Juve. Gomez wird da schön. Er war eine schöne Grätsche von Benasser. Richtig starkes Tackling hat da hier auf Perella. Perella aber Frank-Yannick Kessié mit einem Tackling. Duvan Zapata. Milan spielt hier sehr körperlich, muss man sagen. Duvan Zapata. Theo Hernandez. Nein, Duvan Zapata setzt sich da einfach durch. Der bullige Sturm und Muriel. Und jetzt könnte es gefährlich werden. Milan kriegt den nicht geklärt. Merell. Iličić. Ich wollte übrigens sagen Perella, nicht Merella. Iličić Schuss am Ende zu ungefährlich. Kriegt den halt auf seinen rechten Fuß. Er ist ja Linksfuß. Das war aber eine gefährliche Situation. Atalanta zeigt sich so langsam. Einwurf für Atalanta hier. Iličić spielt den Ball auf Perella, der schön eben mit der Finte. Übrigens kam Lemmers rein für Duvan Zapata. Iličić am Ball. Malinowski. Kessié verliert den Ball wieder. Malinowski. Atalanta bleibt da einfach ganz Zeit dran. Das war jetzt schlecht. Donnarumma. Oh, schwach von Donnarumma. Lemmers. Ne, Muriel ist es. Muriel ist es und Tor. Tor, 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 Atalanta. Und man muss Donnarumma kritisieren. Er wollte das Spiel schnell machen, hat damit seine Hintermannschaft komplett ohne Sinn und Verstand in Bedrängnis gebracht. Und Atalanta nutzt das aus. Die Nero Azzurri treffen hier. Donnarumma muss mit dem Kopf schütteln. Was war sein Fehler? Das war einfach nur dumm. Das war einfach nicht schlau gemacht von Donnarumma. Das wird er auch wissen. Wird sich da am meisten ärgern. Der italienische Nationalkeeper ist ja auch gerade mal 21 Jahre jung. Aber solche Fehler sollten dir nicht passieren. Nicht in so einem Top-Duell gegen Atalanta und nicht mit einem Team, das als Stürmer Luis Muriel hat, der schon 13 Tore gemacht hat. 1-1 damit. Ibra hat auf jeden Fall ein bisschen Lust. Ibrahimovic tanzt da mit dem Gegner. Ibrahimovic spielt auf Ante Rebic. Ante Rebic. Ante Rebic und es steht einfach 2-1. Ante Rebic auf Ante Rebic ist einfach Verlass. Der Kroat ist überragend. Was Ibra da kunsttechnisch gemacht hat, war super schön. Und Rebic einfach nur geradlinig und überzeugend. Wie immer. Der Pass hier, er sieht die Lücke, er sprintet da rein.
knallt den mit links einfach rein. Gullini sieht dann nicht ganz so perfekt aus, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir uns das nochmal von hier an. Rebic, boah, der sieht haltbar aus. Das ist natürlich mit viel Schmackes. Der sieht trotzdem haltbar aus, aber Rebic und auch mir ist es natürlich egal. Hauptsache, das Ding ist drin. Und Ante Rebic jagt immer weiter Cristiano Ronaldo, denn Rebic hat jetzt 19 Saisontore. Und 2-1, unglaublich wichtig, dieses Ergebnis. Gefährliche Freistoßgelegenheit, das macht tatsächlich Robin Gosens. Oder doch Malinowski, wir gucken mal. Der kann das. Nein, macht ihr nicht. Oh, legt den Ball da jetzt ab. Atalanta versucht's mal und Iličić. Aber Donnarumma hatte den ganz sicher. Gutes Stellungsspiel von Castrovilli. Gosens verlagert das Spiel in die Mitte, macht das gut. Jetzt hier Perella. Perella ins Zentrum und da war tatsächlich Lemmers. Super gespielt. Milan muss das jetzt hier irgendwie klären. Hernandez. Çalhanoğlu mit einem ganz schlechten Klärungsversuch. Weiter an Atalanta am Ball. Lemmers, jetzt wird es gefährlich. Luis Muriel. Das war gar nicht so schlecht, der Pass. Aber Donnarumma ist da. Wichtig, dass der Keeper da ist. Und er sagt auch, Ruhe bewahren, Leute. Ruhe. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Malinowski ist derjenige, der abschließt. Aber Donnarumma mit der Schulter klärt er das. Wichtig. Ecke jetzt hier. Hauk kam jetzt rein auf die Çalhanoğlu und Calabria Ficonti. Die Ecke ist ungefährlich. Oh, die bringen sie irgendwie nochmal rein. Das ist gefährlich. Theo Hernandez klärt. Oh, Atalanta. Hier macht weiterhin Druck Caldara. Caldara spielt nach hinten auf Romero. Perella. Malinowski. Super Lauf da gerade. Jetzt auf Lemmers. Lemmers, der wird gefault und es gibt tatsächlich Elfmeter. Das gibt's nicht. Romagnoli mit dem Foul. Romagnoli mit dem Foul. Es könnte theoretisch sogar noch gelb-rot geben. Und es gibt Elfmeter für Atalanta Bergamo. Das will ich mir nochmal angucken. Boah. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Elfmeter ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Elfmeter ist. Iličić ist es erstmal egal. Jetzt Donnarumma gegen Iličić. Donnarumma gegen Iličić und er hält den. Er hält den. Wichtig. Und Donnarumma ist da. Er rettet hier vielleicht den Sieg. Einwurf Milan. Nachdem Gullini den Ball einfach weggeschlagen hat. Benassa. Hauk. Ins Zentrum Ibra. Hauk. Oh, schönes Zusammenspiel. Ibrahimovic. Ibrahimovic mit dem Lupfer und der ist nicht drinne. Bitter. Bitter, dass der nicht reingegangen ist. Hier sehen wir Ibra mit dem Lupfer. Mit links. Gullini wäre da nicht mehr rangekommen, aber der knapp über die Latte. Knapp über die Latte. Schade. Freistoß Atalanta. Das ist vielleicht die letzte Chance. Flanke rein da. Gagliardini klärt. Hauk, nein. Immer noch Atalanta. Es ist nochmal gefährlich. Perella auf Luis Muriel. Luis Muriel. Romagnoli klärt. Knallt den Ball weg. Komm, Ref, pfeif ab. Ref, pfeif bitte ab. Ey, come on, es sind 5 Minuten schon. Gullini hat ihn, okay. Pfeif ab, Referee. Warum pfeift er nicht? Wir haben schon fast 6 Minuten drüber. Sehr schön, jetzt pfeift er dann ab. Noch mit 2,5 Minuten Verspätung. Sogar mit 2,45 Verspätung, aber Hauptsache, wir haben das Ding hier gewonnen. 2-1 gegen Atalanta und ich bin gespannt, was Milan und Juve gemacht haben, weil vielleicht können wir da echt nochmal ein bisschen kratzen an der Tabellenführung. Vielleicht können wir uns da nochmal ein bisschen reinsneaken und irgendwie ein kleines Wörtchen da mitreden. Gut, Juve hat 4-1 gewonnen gegen Benevento. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, was hat Inter gemacht? Denn vor Inter zu landen wäre natürlich auch schon mal noch so ein kleines... wäre auf jeden Fall nice. Inter ist sogar Erster mit 65 Punkten. Danach Juve mit 62. Wir mit 56 haben aber 6 Punkte Vorsprung vor Lazio. Und vor allen Dingen haben wir 8 Punkte Vorsprung vor einem Nicht-Champions-League-Platz. Das ist nämlich Atalanta. Und wir haben den direkten Vergleich gewonnen. Wir haben auf jeden Fall auch einige Nachrichten. Die Jugendmannschaft gucken wir uns dann gleich mal an. Spieler ist gesperrt. Theo Hernandez, gelbe Karten, okay. Österreich hatten wir ja schon. Çalhanoğlu. Du bist ein Vorbild, machen wir mal so. Gucken uns kurz noch die Jugendmannschaft an. Jetzt war ich im Ticken zu schnell. Und dann beende ich die Folge auch. D'Agostino mal noch auf eine 62. Reis ist gleich geblieben. Ah, Neves hat jetzt eine 58. Okay. Mazza stark weiterhin. Esposito ist jetzt eine 61. Das ist auch sehr schön. Ist auch absolut jemand, den ich hochholen werde. Bernardi knapp verbessert. Schön. Und ansonsten Ferretti nochmal auf eine 70 hoch, auch okay. Und Achapong hat eine 57, schön. Ist auch bald hoch auf eine 58. Nun gut, das auf jeden Fall zu unserer Jugendmannschaft. War auf jeden Fall eine erfolgreiche Folge mit 2 Siegen. In der nächsten Folge gucken wir mal kurz, wer erwartet uns da.
Udinese und Hellas Verona tatsächlich. Danach kommt Fiorentina und Benevento, bevor es dann ins Derby geht gegen Inter. Okay. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die nächsten Wochen. Ich hoffe, ihr auch. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.